Herr Doktor, Herr Doktor, bitte in OP, ein Notfall. Dr. Buddy, bitte. Uiuiui, Dr. Buddy in den OP. Liebe Freunde, heute spielen wir etwas ganz, ganz, ganz Ausgefallenes, den, OP-Simulator, den Sugeron-Simulator. Und nach meinem jahrelangen Studium der Medizin möchte ich mich heute mal daran wagen. Wir klicken mal, um zu beginnen. Wir wollen unsere Patienten ja nicht sterben lassen. Na denn, kann es ja anfangen. Also als erstes müssen wir die Abdeckung mal losmachen. Machen wir mal runter hier und nehmen mal die Scheiße mal. Komm her. Also runter, nehmen. Ah, ja, alles aus dem Weg. Brauchen wir nicht mehr. Jetzt haben wir ihn. Hä, was ist... Schwester, ich glaube, das funktioniert nicht. Was willst du? Was willst du tun? Yeah, ich bin Rapper. Vielleicht sollte der auch mal zum Arzt gehen. Nee. Ist der behindert oder sowas? Was ist das für ein Doktor? Warum willst du mich? Oh mein Gott, die Matrix hat einen Fehler. Komm her! Schwester, wir brauchen ein neues Tuch. Dieses Tuch ist schön, aber es ist nicht gut. Ja, so, haben wir's doch. So, mein Freund, schön als OP. Wir bauen dir jetzt ein Radio ein, habe ich gehört. Nehmen wir dich mal, komm mal her. Komm mal hier rüber. Ja, okay, das Radio brauchen wir. Das packen wir hier hin. Nehmen wir vielleicht später. Wir müssen erstmal den Brustkorb öffnen. Das machen wir selbstverständlich mit der Säge. Ich kann das nicht. Scheiße, unsere Säge. Wir haben gar nichts mehr hier. Oh mein Gott. Wir haben ja nicht mal geschafft, ihn zu verletzen. Ja, oh mein Gott, es hat funktioniert. Dann wollen wir hier mal Präzisionsarbeit leisten. Eins. Mach das endlich hier. Scheiße, okay. Nein, der Hammer ist weg. Nächster Versuch, vielleicht klappt die Säge ja besser. Also, mal schauen. Aber ich habe sogar Tattoos von den Tasten, die ich bewegen muss. Ich will nicht das Brett nehmen, ich will die Säge nehmen. Aber hier können wir alles... können wir alles mal versuchen. Hier, die Säge. Nimm weg mit dir. Ja. Oh. Der verliert Blut. Das war so nicht geplant. Doktor, eine Spritze. Wir müssen löschen den Brand. Das funktioniert nicht. Oh Gott, alles fällt hier runter. Und der Patient verblutet. Das ist jetzt nicht wichtig. Wir müssen den Patienten retten. Doktor, die Säge. Mach das Herz direkt auf. Wir nehmen das Herz raus. Da, ja, komm, bleib oben. Ich brauch das Herz. Ich habe es. Die Truhe ist auch noch gegen uns. Mein Gott, oh mein Gott. Ich habe es, Herr. Das Herz ist quasi in greifbarer Nähe. Komm. Und rein da. Patient gerettet. Wir werden den jetzt noch retten. So, hier nochmal hier das Herz, hier nochmal ein bisschen. Ja, ich habe ein Herz für die. Riech mal. Smell it. Riech. Oh. Kann ich da noch hinkommen? Nein. Aber wir wissen ja, unser Mann hier, den wir operieren, guck mal hier, Biest. Der ist Musiker. Und deswegen werden wir dem jetzt noch etwas Musikalisches einbauen. Hierhin mal. Ja. Wenn er schon stirbt, dann müsste er schon gut ausgestattet sein im Himmel. Wenn er was zu saufen will, dann hat er hier noch einen Becher. Komm her. Und selbstverständlich, wenn ihr das Herz nicht mehr... Komm. Aua! Ah! Guck dir meine Hand an, die ist voller Blut. Ich glaube, ich habe mir wehgetan. Da muss ich mir erstmal eine Spritze ins Bein rammen. Heroin. Ich brauche Heroin. Heroin. Ah, riecht ihr das? Den köstlichen Geschmack von frisch gebranntem Heroin. Hero am Morgen und die ganze Sache sieht schon wieder ganz anders aus. Machen wir hier mal runter, zack, zu. Machen wir hier noch eine Abdeckplatte. So, perfekt. Abdeckplatte, machen wir den ganzen Kerl mal wieder zu. Die Platte will nicht loslassen. Nein, nicht daher. Platte, komm hier hin. Wir brauchen dich. Er mag kein Heroin, aber dann schütte ich den mal direkt weg hier. Brauchen wir nicht.
Lass mich los. Lass mich los. Die Platte ist in meiner Hand. Herr Doktor, eine Platte hat sich in meiner Hand verirrt. Hilfe! Dich nehmen wir auch noch, weil wir brauchen ein bisschen... Geh weg, die Kiste ist echt gegen mich. Die Platte passt viel besser da drauf. Zack. Liebe Freunde, Dr. Buddy hat wieder zugeschlagen. Ich würde sagen, das sieht ganz gut aus. Der Patient lebt noch, ja. Und jetzt haben wir einen Cyborg gemacht. Ich würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten OP. Ich habe jetzt wieder Pause, ein paar Assistentinnen knallen. Bis dahin, euer Buddy. Spasti. Kickflip!